Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Beim letzten Mal haben wir unserem Zelda hier in irgendeinen Tempel gewagt. Aber wir fallen auch gerne mal runter. Nee, ich wollte mal gucken. Hier vorne ist ja so ein cooles Schild. Da müssen wir bestimmt was machen. Aber wir haben auch noch weitere Wege, die wir gehen wollen. Also gehen wir einmal zurück und gehen die weiteren Wege, die wir gehen wollen. Macht das Sinn? Bestimmt. So. Komm nicht hoch. Verdammt. So, geh hier mal hoch. Okay. Oh, jetzt ist da hinten so viel noch gefallen. Ob ich das noch rechtzeitig kriege? Warte, ich muss da kurz hin. So. Geht doch. Kann man ja alles bestimmt gebrauchen für irgendwas. Deswegen. Einfach mal gucken. Einfach mal mitnehmen. So. Jetzt ist natürlich die Frage, kommen wir hier hinten über den Aufzug nochmal zurück? Nee, ne? Aber wir können hier halt hier rechts nochmal hingehen. Und sonst halt da unten auch noch irgendwo rechts. Ja. Warte. So? Nee. Hä? So. Aber hier. Da komme ich ja nirgendwo hin, ne? Nee. Hier ist Entegelände. Okay. Aber da unten geht's noch lang. Ich will da unten hin. Die Frage ist halt, was mit dem Aufzug? So, Aufzug weg. Ah, okay. Ah, jetzt konnte ich mit dem nicht einfach runterfahren? Fragen über Fragen. Okay. Warte. War mir schon? Nee. Nee. Ich glaube nicht. Apfel. Ach, wir waren hier. Hä? Jetzt bin ich ja maximal verwirrt. Warte. Schon gesagt, warte. Warte. War ich dann hier unten? Wir haben so ein Vieh, aber sonst haben wir hier nichts. Okay. Dafür bin ich jetzt hier zurückgegangen. Aber da ist noch ein Raum in der Kiste. Das heißt, ich muss über die Leiter hier zurück, damit ich in den Raum hingehe mit der Kiste. Ist vielleicht nur ein Kompass. Aber ich will es haben. Warte. Nee, komm, was kann ich sagen, wenn uns hier die ganzen Gegenstände schon angezeigt werden? Ach, ich weiß auch nicht. Gehen wir. Hat Mut das Mut. So, hier einmal ein Spinnchen. Das klappt ja gut. Besser. Okay. Und was haben wir hier? Können wir die einfach so öffnen? Nee. Hä? Aber wir können dich benutzen, um das rauszuziehen. Okay. Wir kriegen Ziegenbutter, hätte ich beinahe gesagt, aber es ist Leuchtbutter. Kuriose Butter, die durch Fermentation erzeugte Lumineszente in Stoffe enthält. In dieser Form ungenießbar. Okay. Also Licht schmeckt nicht, ja? Gut. So, haben wir sonst hier alles? Ich glaube, ja. Dann können wir aber auch hier hin teleportieren. Ja, dann sollten wir uns teleportieren können. Oh, dürfen. Hätte ich auch vor. Ich bin auch doof, ne? Hm. So, was ist denn, wenn du jetzt da das machst? Kaputt. Okay, damit haben wir die Tür geöffnet. Das ist ja schon mal etwas. Die Leiter führt mich
da unten hin, wo wir schon waren. Gut. Immer noch. So, dann... Warte. Ja, ne, würde ich mal. Wow. Kannst du bitte auch da? Danke. Zu freundlich. Kannst du auch ihn? Axttyp gegen Axttyp. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Was kannst du eigentlich so machen? Aber wir können ihn einfach so bewegen. Okay, cool. Irgendwie. Und da geht's weiter. Gucken, was hier drüben ist, vielleicht. Hier ist so ein Gang. Nein, so. Okay, jetzt hier noch so ein Tritt drauf. So. Geht doch. War doch gar nicht schwierig. Okay. Okay, ich kann nicht unter mir casten. Immer noch nicht, ne? Dann müssen wir wohl was von hier ausdeichseln. Nicht so. Also komm ich jetzt. Warte. Och, ich bin auch wieder doof, oder? Oh. Ich denke zu kompliziert. Ich muss einfacher denken. Gibt's ja nicht. Wozu habe ich eine Spinne, wenn ich sie nicht vernünftig nutze, ne? Ist einfach so. Guck mal. Gar nicht groß irgendwelche Brücken bauen. Spinne regelt das schon. Haben wir hier eigentlich noch irgendwas Schönes, wenn wir hier schon hoch können? Irgendwie so über eine Mauer hinweg oder so. Nein, warum nicht? Saftladen. Okay. Also, Entschuldigung dafür. Ich muss halt echt einfacher denken. Manchmal können Dinge einfach sein. Oh, hallo Link. Nanu? Ist das nicht der Junge, der gegen das blaue Ungeheuer gekämpft hat? Wir töten ihn und beschwören unseren eigenen Link. Oh oh. Das ist nicht so schlau, ne? Warte mal, ich habe hier so einen tollen Axttyp. Hier, bitteschön, spiel mal mit dem. Aber der macht ihn natürlich platt. Aber kein Problem, ich beschwöre einfach einen neuen. Nee. Aua. Die Musik. Ja, jetzt wird er lösen. So, warte. Hier, Kampf mit ihm. Nein, das wollte ich nicht. Oh, warte. Das geht ja auch. Haben wir ihn? Komm, wir gehen alle drei hier um den Stein. Das ist eine tolle Idee. Ah, voll erwischt. So, was ist jetzt, wenn ich... Ich kann ihm das Schild wegziehen. Das Hyrule-Schild. Es ist einfach weg. Das ist ja voll gemein von mir. Ich bin der ultimative Endboss. Gegen den Link keine Chance hat. Guck dir das an. Okay. Du hast keine Chance. Du kannst ihn nicht bewegen. Nein, das wollte ich nicht.
Er hat ja ein neues Schild. Was soll denn das? Warte, einmal ihn hier zum Spielen. Okay, jetzt bewege ich ihn mit Schild. Nee. Ja, Kacke. Aua. Was bist denn du? So. Ich hab nichts gemacht. Oh, shit. Okay, vielleicht. Aber mit ihm hier daher. Ups. So. Ah, wir haben es geschafft. Glaube ich. Gegen Zelda hat Link einfach keine Chance. Das ist aber nicht das Monsterschwert. Aber ich nehme das mal. Das war gefährlich. Dieser Junge sah aus wie der, der dich gerettet hat. Aber wieso hat er dich jetzt angegriffen? Er war vielleicht ein Doppelgänger. Eine dunkle Aura schien ihn zu umgeben, genau wie bei den Doppelgängern im Schloss. Oh, er scheint etwas hinterlassen zu haben. Nehmen wir es mal mit, ne? Du hast ein wundersames Schwert erhalten. Es gehörte dem grün gewandten Helden. Der Name Link ist darin eingraviert. Okay. In diesem Schwert liegt eine große Macht. Eine Macht, die es sogar mit den großen Rissen aufnehmen kann. Ich spüre irgendeine besondere Energie. Okay. Schwert hochhalten. Ich hab Masterschwert. Leuchte blau. Okay. Du siehst genau wie der Junge in grün aus. Als gäbe es nichts, womit du es nicht aufnehmen kannst. Recke das Schwert mit nach oben in die Höhe, um in den Schwertkampf-Modus zu wechseln. Drücke Y, um es zu schwingen. Mit ZL kannst du den Schild hochhalten, mit B hohe Sprünge ausführen und durch gedrückt halten von Y Kraft sammeln. Um beim Loslassen eine Wirbelattacke auszulösen. Okay. Also jetzt spielen wir quasi möchtigen Link, aber halt in Zelda-Steuerung. Das klingt komisch. Aber ja, typische Zelda-Gedöns jetzt. Ich wollte schon sagen, da oben ist so eine Leiste, die halt dann weniger wird. Solange du im Schwertkämpfer-Modus bist, nimmt der Energie-Balken oben links im Bild ab. Der Modus endet, wenn der Balken leer ist oder wenn du erneut nach oben drückst. Sammle Energie auf, um den Balken zu füllen. Solange... Achso, ja gut, das... Okay. Gut. Kommst du mal ran hier? So. Und dann wollen wir hier natürlich auch wieder Bettchen bauen. Damit ich da hochkomme. Wobei, will ich da hoch? Ja, schon irgendwie. Gerade wieder mal überlegen, wieso benutze ich nicht einfach die Spinne? Ich bin manchmal einfach nur doof. Was ist das? Du hast den Herzanstecker erhalten. Ein niedlicher Haarschmuck, der die Wahrscheinlichkeit geringfügig erhöht, Herzen zu finden. Es gibt Ausrüstungsgegenstände, die du anlegen kannst, um Vorteile zu erhalten. Wenn du neue Teile erhältst, kannst du sie mit dem Plusmenü unter Ausrüstung anlegen. Okay. Anlegen. Angelegt. Mehr Herzen finden. Gut. So viel dazu. Dann gehen wir mal weiter.
Ich hab noch so viel zu entdecken, bestimmt. Wir müssen ja auch irgendwie den Riss schließen. Wenn du denkst, Link war irgendwie eine Art Boss? Oh, da haben wir so diese Energie, ja. Ein L für Link. Du hast Energie erhalten. Du fühlst dich von einer wundersamen Kraft erfüllt. So, hier haben wir sowas und da eine Boss-Tür. Okay. Linkfreund registriert. Da waren wir. Ich will nur sicher gehen, dass wir hier nichts übersehen, aber da kam ich ja jetzt her, ne, über die Leiter. Das heißt, wir können hier links ganz getrost erstmal weitergehen. Okay. Typ into better go. Zack. Oh, okay. Wir können uns doch alles merken, oder? Dekuranha. Gemerkt. Was genau habe ich da jetzt für tolle Möglichkeiten? Okay. Ich wollte es gerade selber ändern, aber es hat sich eh aufgelöst. Okay. Ja komm, lauf mir nicht hinterher. Du hast da einen Gegner. Mach mal. Geht doch. Ich will Energie. Aber die Energie will mich nicht. So sieht's aus. Okay. Na gut, dass ich zum Beschwören hier keine Energie gebrauche. So. Ich glaube, das wird nichts, genau. Ich sehe jetzt die schlauste Variante, wie ich ihn wegkriege. Ah ja, Flederbeißer. Ja, nicht so. Nicht so, Mammut. Das sieht gut aus. Das sieht fast aus wie gewollt. Das siehst du wohl. So zwei Wege, die wir gehen können. Beide führen zu einer Kiste. Können die da durchfliegen? Anscheinend nicht, nein. Okay, kann er hier seine Speere durchwerfen? Das geht. Ey, einen kleinen Schlüssel. Du hast einen kleinen Schlüssel erhalten. Damit lassen sich abgeschlossene Türen öffnen. Wahnsinn. Dann gehen wir hier links nochmal lang. Und dann muss bestimmt die Statue irgendwie verschoben werden. Das ist leichter gesagt als getan, ne? Nee, warte, hier, so. Guckst du so? Einklang und dadurch gehen wir jetzt in die Höhe damit. Müssen jetzt eigentlich nur noch da drüben rüber. Easy. Yay, 50 violette Rubine. Ach nee, nicht 50 violette, sondern ein violetter. Der mir 50 grüne gibt. So rum. Bin verwirrt. Ist spät. Lass mich.
So, dann gehen wir hier drüben lang. Haben wir gerade noch so ein Statuenrätsel? Oh, das ist ja recht simpel gehalten. So. Ja, okay. Wie gesagt, recht simpel. Hier können wir runter. Hoch können wir nicht. Warum können wir hier nicht hoch? Ah, weil wir dann von der Leiter aus dann da drüben reinkommen. Damit ich nicht im Vorfeld da schon lang gehe. Gut. Achso. Das ist so ein Abgrund. Sag das doch. Hier könnte ich sonst wohin runter. Falsch gedacht. Damals, Zelda. Wenn du mit Hilfe von X mit etwas in Einklang gebracht hast, kannst du übrigens noch eine weitere Fähigkeit benutzen. Versuche einmal R gedrückt zu halten, nachdem du dich mit Hilfe von X mit etwas in Einklang gebracht hast. Während du R gedrückt hältst, folgen deine Bewegungen dem Objekt, mit dem du dich im Einklang befindest. Okay. Ah, okay. Das heißt, das Ding bewegt sich und ich bewege... Okay, ganz dumme Frage. Warum soll ich das jetzt tun, wenn ich doch auch einfach jetzt in diesem Fall... In diesem Fall... Ernsthaft? Hier an dieser Stelle geht es nicht? Okay, gut. Deswegen soll ich das hier tun. Ist in Ordnung. Ach, du kannst es nur da dran. Ach so, ja gut. Mit Spinne und Tour. Spinne zieht um. Okay. Das ist jetzt nicht so gut. Einfach mal abhängen. Also das muss ich nochmal üben. Am besten mit der Plattform. Okay. Komm, wir gehen mal rüber. Ja. Es kann sich nur um Stunden handeln. Das war fast schon knapp. Aber es hat auch nicht funktioniert. Weil ich jetzt zu langsam war in meinen Tastengedenke. Vielleicht klappt das. Oh, sieht gut aus. Okay. Warum ist eine Schachtel? Eine Truhe nennt sich das auch. Okay. Ach, da kannst du so nicht hoch. Wieso? Was da los? Nein, ich bin zu tief. Weil ich schon am Fallen war, ja?
Okay, warte. Das kriegen wir auch noch hin. So. Jetzt gehört die Kiste mir. 20 Rubine hat sich fast gelohnt. Wobei bestimmt, weil ich das bestimmt noch irgendwie toll brauche. Okay. Hast du schon gesagt, okay? Okay. Das war länger, als ich gedacht hätte. Das reicht nicht, das ist nicht hoch genug. Den Schalter kann ich nicht irgendwie beeinflussen, den Sockel da drauf. Wie ist das dann hier gedenkt? Ich meine, ich krieg ihn ja hier höher, ja. Aber nicht noch höher. Ich krieg ihn höher. Ziel imitieren macht hier, glaube ich, relativ wenig Sinn, ne? Weil das Ziel halt nichts macht. Okay. Das heißt, ich setze hier gleich eine Spinne hin. So. Nein? Aber ähnlich. Jetzt. Bin mir nicht sicher, ob das so gewollt war. Wahrscheinlich eher, dass ich halt hier auf der anderen Seite mich auf eine Kiste oder so drauf stelle. Aber ich finde meine Spinne auch nicht so unpraktisch. Und nur ein bisschen üben. Du hast den großen Schlüssel erhalten. Damit kannst du die große Tür öffnen. Das ist ja ein großes Vergnügen. Ja, aber sonst haben wir ja auch alles, ne? Ja. Dann... Lass mal sehen, was sich hinter der Tür verbirgt. Bin da jetzt erstmal so ein bisschen skeptisch. Gehen wir rein. Niemand hier? Dabei spüre ich ganz deutlich die Anwesenheit meiner Gefährten. Oh, oh. Ich sehe die Schwachstelle, ich sehe die Schwachstelle. Es ist der linke Finger. Ein Seismorock. Alles klar. Kein Aufdruck, ein Seismorock. Ich spüre die Gefährten im Innern dieses Monsters. Wir müssen sie irgendwie befreien, Zelda. Bitte hilf mir dabei. Okay, warte, halt, stopp. Jetzt bespüre ich. Also wir haben natürlich auch die Linkkraft, die wir nutzen können. So in etwa. Guck mal, wie gut das klappt. Ja, jetzt ist er da oben. Hätte ich jetzt auch gegenhauen müssen. Yeah. So. Okay. Das klappt doch ganz gut. Wieder zurück. Oh, jetzt ist er sauer. Jetzt ist er sauer. Jetzt ist es vorbei. Oh Gott. Was macht es? Hat jetzt sein Knubbel da oben auf dem Kopf, ne? Okay. Verstehe.
Wow. Danke für die Energie. Nochmal danke für die Energie. Okay. Boah, wie, das hat nichts gebracht. Hätte ich gedacht, dass ich einfach dagegen schmeißen kann. Aber nö. Okay, dann soll ich wahrscheinlich halt trotzdem gegenhauen. Ja. So. Und hoffen wir, dass es jetzt reicht. 10.000 Schläge später. Und der Pickel wurde entfernt. Ein Herz für Zelda. Oh, guck mal, ganz viele kleine Trees mit komischen Gesichtern. Ein bisschen wie Krog. Das sind meine Gefährten. Nachdem wir sie befreit haben, strömen sie eine gewaltige Energie aus. So können wir den Riss schließen. Mit unseren Echokräften können wir die vom Riss verschluckte Welt wiederherstellen. Sieh zu! Ich wollte den Herzcontainer erstmal. Ist das ein Lied? Einfach, hier fehlt was. Oh, ein Baum. Meine Gefährten haben ihre Kräfte mit mir geteilt. Ich habe ein Level Up. Oh, okay. Damit kann ich jetzt mehr Energie verwenden. Guck mal. Somit sind meine Fähigkeiten jetzt stärker geworden. Tri hat ein zusätzliches Dreieck erhalten. Nun stehen dir beim Erschaffen von Echos mit Hilfe von Y mehr Möglichkeiten offen. Ich kann zwei Speerwerfer beschwören. Während wir den Riss geschlossen haben, habe ich etwas Interessantes von meinen Gefährten gehört. Vor ihnen war plötzlich dieses riesige Felsmonster aufgetaucht und hatte sie allesamt verschluckt. Sie saßen in diesem Monster fest und konnten daher nichts gegen den Riss unternehmen. Ach ja, und diese schönen Kristalle entstehen, wenn wir die Risse schließen. Ich schenke sie dir, Zelda. Hey, Kristalle. Du hast von Tri 5 wundersame Kristalle erhalten. Ich wollte schon sagen, die haben doch bestimmt was damit zu tun. Wir haben hier alles erledigt. Lass uns in die normale Welt zurückkehren, Zelda. Dort gelangen wir hinaus. Okay. Du hast einen Herzcontainer erhalten, die maximale Anzahl deiner Herzen wurde erhöht und alle Herzen wieder aufgefüllt. Yay! Na dann, lass mal gehen. Wir können zwischen der normalen Welt und der Welt des Nichts hin und her reisen. Möchtest du zurück in die normale Welt? Jo. Dann lass uns aufbrechen. Wegbauen wir. Der Riss in dieser Gegend ist vollständig verschwunden. Jetzt ist auch das Haus wieder da, das du besuchen wolltest. Auf diese Weise können wir auch die Risse an anderen Stellen verschwinden lassen und deinen Vater retten. Verzeihung, dürfte ich etwas fragen? Ach, sie. Mein Name ist Zinstra und ich bin Ministerin am Hofe von zu Hyrule.
Könntet ihr mir sagen, wo ich mich hier befinde? Aber ich bin's doch. Prinzessin Zelda? Ich habe euch überhaupt nicht erkannt, Euer Hoheit. Warum seid ihr denn so verkleidet? Also das ist so, da gibt's ein paar Doppelgänger und so. Oh weh. Erst versagen wir darin, euch vor diesen Ungeheuer zu beschützen und dann müsst ihr auch noch aus dem eigenen Schloss fliehen. Doch ihr habt euch nicht unterkriegen lassen. Beeindruckend, über welche Fähigkeiten ihr verfügt. Und dies ist also Tri, der euch die ganze Zeit zur Seite stand? Oh, sie kann ihn sehen? Ich danke euch, werter Tri. Du kannst mich sehen? Oh ja, ihr seid fluffig und äußerst niedlich anzuschauen, wenn ich das so sagen darf. Ich hatte angenommen, nur Zelda könnte mich sehen. Oh? Die werte Impa konnte euch also nicht sehen? Woran mag das wohl liegen? Vielleicht, weil du in dem Nichts warst? Nur Nichts. Leute können nichts sehen. Es gibt viele offene Fragen. Sollen wir uns zuerst einmal an den Ort begeben, den Impa euch gewiesen hat? Der Verbleib von seiner Majestät und General Dex ist ungeklärt. Wir müssen uns eine Übersicht über die Lage verschaffen. Würde ihm bitte zeigen, welche Stelle Impa auf eurer Karte markiert hat? Ja. Das ist das Haus von Impas Bruder. Deshalb also hat sie euch geraten, dort Hilfe zu suchen. Ich kenne den Weg. Folgt mir bitte. Gut, dann folgen wir ihr in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.